Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Respawn Entertainment, EA. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Sky ist am Start und das ist ja keine Runde Let's Play Real Life, nee, Let's Play Ballermann, nee, Let's Play Ballermann, ja, sowas in der Art, Titanfall 2, ja, endlich spielen wir auch die Kampagne, und ich habe ja schon viel im Multiplayer gemacht und getutet, kann man alles auch ab und zu mal auf meinem Twitch-Kanal Gedönse lesen, sehen, unten in der Infobox verlinkt, ansonsten, ja, neues Spiel. Durch all meine Schlachten im Grenzland habe ich eines gelernt. Der Pilot ist das Alpha-Tier. Schnell und agil. Elegant und doch tödlich. Scharfsinnig. Listig. Und unaufhaltsam. Ein Pilot sieht die Welt mit anderen Augen. Bloße Wände werden zu alternativen Wegen. Piloten kämpfen anders. Durch ihre Erfahrung mit Täuschungsmanövern gelingt es ihnen, allen Widrigkeiten zu trotzen. Was einen Piloten aber tatsächlich von allen anderen Soldaten und Maschinen auf dem Schlachtfeld abhebt, ist die Verbindung mit seinem Titan. Zusammen mit seinem Titan kann er nur von einer Übermacht bezwungen werden oder von seinesgleichen. Das Grenzland war seit jeher meine Heimat. Seit Jahren wird es schon von der IMC zerstört. Sie beuten Ressourcen aus, verschmutzen und zerstören unseren Planeten und schlagen jeden Widerstand gewaltsam nieder. Trotz der jüngsten Erfolge auf Demeter sind wir noch weit davon entfernt, die IMC endgültig zu besiegen. Noch bin ich ein Schütze der Miliz, die für die Befreiung des Grenzlandes kämpft. Und weit davon entfernt, ein Pilot zu werden. Wenn dieser Tag kommt, hoffe ich, mich als würdig zu erweisen. Ein bisschen verwirrt. Er labert die ganze Zeit davon, was, wie es ist, ein Pilot zu sein. Und dabei meint er sich nicht selber. Interessant. Ich vermute mal, was er meint, die jüngsten Ereignisse, die wir gewonnen haben. Aber da ist wahrscheinlich von Titanfall 1 gemeint, die keiner mitbekommen hat. Weil das eigentlich, ja, hat man gar nicht mitbekommen. Man hat die Kampagne gespielt, aber nicht ein Wort verstanden, weil es genauso ist, als wenn man einfach online spielen würde. Man hat einfach online so viel damit zu tun gehabt, die Gegner zu töten, als dass man sich noch auf die Geschichte hätte konzentrieren können in dem Moment. Da haben sie leider sehr viel falsch gemacht. Wir sollten A zum Fortfahren. Der Pilotenparcours an Bord der MCS James McKellen. Es geht los. Anführung auf Typhon EMC Territorium. Ach, Scheiße. Das Schiff hat die Simulationskapsel zurückgesetzt. Wir müssen sie neu kalibrieren. Okay.
Oh, ein bisschen Halo-Style. Fühlt sich das richtig an, Cooper? Ja, die Richtung ist perfekt. Okay, wir können loslegen. Mal sehen, wie viel Sie vom letzten Mal noch wissen. Aktiviere Neuralverbindung. Nicht dasselbe wie eine Titan-Verbindung, aber ähnlich. Um neue Fähigkeiten zu lernen, müssen wir geistig fit sein. Ah, viel besser. Eigentlich bin ich gar nicht für Ihre Ausbildung verantwortlich, aber Sie haben Potenzial. Okay. Außerdem sind wir im Krieg. Wer hat da schon Zeit für Hierarchien, ha? Deine Mutter. Sehr gut, einfach drüber springen. Legen wir einen Zahn zu. Aktiviere Jump-Kit-Unterstützung. Jump-Kits basieren auf dem Prinzip der entspannten Stabilität. Nach der Kalibrierung des Jump-Kits geht Ihnen die erweiterte Mobilität in Fleisch und Blut über. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich laufe einfach hier lang und... Wunderschön, oder? Ich sehe gar nichts. Die Inspiration dafür war mein Heimatplanet Harmony. Hier bin ich aufgewachsen. Okay. Dafür kämpfen wir, Cooper. Für eine Welt ohne Metall und Rauch. Mhm. Für die Freiheit, in Frieden und Wohlstand zu leben. Ne? Wir sollten sicher gehen, dass ihr Jump-Kit... Wie wär's mit einem kleinen Wandlauf? Soll ich hier so lang laufen oder was? Okay. Gut, so geht's. Cool. Hier drunter, ducken Sie sich. Ducken! Jetzt ein Doppelsprung. Folgen Sie dem Geist. Seit der Schlacht von Demeter haben wir mehr als ein Viertel des Grenzlandes zurückerobert. Die Miliz ist jetzt viel besser organisiert. Täglich schließen sich mehr Menschen dem Kampf gegen die IMC an. Menschen wie Sie. Meistens Schein. Früher waren wir die Gejagten. Heute sind wir die Jäger. So muttert. Was macht eigentlich die IMC? Warum ist sie so böse? Im Kampf läuft es nie so ab, wie erwartet. Sie müssen bereit sein, jede Waffe einzusetzen, die sie finden. Das sind nur einige der Waffen, die mir da draußen untergekommen sind. Ab auf den Schießstand. Spitfire, Nator. Ah, nur Scheißwaffen, Alter. Den R habe ich auch nie gespielt. Fucking Spitfire, Kack. 12, 2. Keine Ahnung, was ein DMR ist. Dann nimmt schon das DMR mit. Hey, wo soll ich hin, Hübscher? Ich bin hier am Schießstand, Cooper. Wo ist der Schießstand? Da drüben ist irgendwas. Ist korrekt? Nein, von hier komme ich. Da! Okay. Waffe laden. Zielen Sie über das Visier Ihrer Waffe, um präziser zu treffen. Wir müssen alle ausschalten, bevor wir weitermachen. Bullseye. Bullseye. Gut, üben Sie noch, wenn Sie wollen, und kommen Sie dann zum Parcours. Was ist denn das für eine fette Pistole, Alter? Eisenstein. Aber automatische Scharfschützen, das sind die mehr. Okay, jetzt verstehe ich. Okay, ich habe heute einen neuen Parcours für Sie. Sie haben 2 Minuten Zeit. Sie müssen besser werden. Folgen Sie dem Geist oder finden Sie einen eigenen Weg? Piloten müssen im Kampf einen perfekten Mittelweg aus Schnelligkeit und Treffsicherheit finden. Beim Parcours arbeiten wir an diesen Fähigkeiten, die sie mit Fleisch und Blut machen.
Verdammte Scheiße. Na, fuck you. Anzeige an der Wand? Das war eine neue Bestzeit. Alle haben so ihre Stärken und Schwächen. Also spielen Sie das Ganze ein paar Mal mit unterschiedlichen Waffen durch. Auf der Anzeige finden Sie Tipps, wie Sie sich verbessern können. Okay, ich denke, Sie sind bereit für eine echte Herausforderung. Okay. Ein Rennen gegen andere Pilotengeister. Ich muss Sie allerdings warnen. Diese Geister sind die besten Piloten der SRS. Wenn Sie sie besiegen können, sind Sie auf dem besten Weg, ein echter Pilot zu werden. Okay, bleiben Sie im Parcours, solange Sie wollen. Wenn Sie fertig sind, habe ich was Besonderes für Sie. Oh, Schrecken, ich mach das nochmal. Nein! Oh, fuck it. Oh, ich hätte meinen Rekord verbessern können. Sie sind ja fast geflogen. Ich brauche eine andere Waffe. Sniper ist nicht zu. Oh, eine scheiß Schrotflinte, nee, danke. Spitfire wäre fähig, ist doch besser. So, ein bisschen mit nochmal. Granaten haben wir auch zur Verfügung. Okay. Und los geht's. Fuck you, Alter. Ich glaube, ich habe einen vergessen, ne? Ach, verdammt, ich noch eins. Mann, ich verkack's immer auf den letzten Meter. Keine Ahnung, warum ich das Ganze versuche. Ich versuch's aber. Aber das Spitfire bringt auch nichts. Okay, okay, nicht schlecht. Halt die Klappe. Die Dreckswaffe halt. Eins, zwei. Mann, das ist schon zu kotzen, ey. Jawohl. Das muss ich unbedingt Anderson erzählen, dem alten Hundesohn. Jawohl. Aber 37, ey, Dios mio. Der Student, jawohl, haben wir geschafft. Okay, cool.